Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, der Kollege Bergmann hat es eben schon mal angesprochen. In der Tat, es ist das zweite Mal, dass dieser Landtag sich anschickt, einen sehr breit getragenen Antrag zu verabschieden. Der eine, Sie haben es angesprochen, Herr Dr. Bergmann, ist der Antrag aus dem letzten Jahr, in dem es um ein Bekenntnis sozusagen zum Meisterbrief, um ein Bekenntnis vor allen Dingen zum Handwerk in Nordrhein-Westfalen ging und zur Qualitätssicherung im Handwerk. Mit dem deutlichen Hinweis an die europäische Ebene, erreichte Standards in Deutschland nicht zu gefährden. Da hat auch die FDP eingeschlagen, sehr schön. Sie schlagen auch diesmal wieder ein, sehr schön. Ich kann feststellen, dass es im Landtag Nordrhein-Westfalen offensichtlich in zwei ganz zentralen Feldern, nämlich bei der Handwerkspolitik, bei der Mittelstandspolitik, große Einigkeit gibt, dass die Opposition auch mit der Linie der Landesregierung und des Landtages einverstanden ist. Das ist sehr schön. Es gibt so ganz kleine, marginale Punkte, die dann von Oppositionsseite wirtschaftspolitisch ins Zentrum gestellt werden, wie geringfügige Differenzen bei der Einschätzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes in Nordrhein-Westfalen. Aber in den großen Linien stimmen Sie mit uns überein, und das ist ausgesprochen gut und schön. Ich will Ihnen trotzdem dann vielleicht noch mal auf einen Punkt aufmerksam machen, bei dem ich nicht weiß, ob wir in der Konsequenz einer Auffassung sind, aber da wäre es ausgesprochen notwendig, dass wir einer Auffassung sind. Wir sind uns einig, dass es notwendig ist, Reglementierungen regelmäßig zu überprüfen, Gesetze, Verordnungen und so weiter regelmäßig zu überprüfen. Das ist Aufgabe des Gesetzgebers, zu gucken, ob die noch zeitgemäß sind oder ob sie angepasst werden müssen an veränderte politische Wirklichkeiten. Aber wir sind uns hoffentlich auch einig darin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von FDP und CDU, dass es auch Sinn macht, die Folgen von Deregulierung genau in den Blick zu nehmen. Da freue ich mich, dass die FDP da jetzt eine gewisse Kurskorrektur vorgenommen hat, zumindest in der Handwerkspolitik und der Mittelstandspolitik. Aber das war ja nicht immer so. Aber vielleicht lassen Sie uns noch mal gemeinsam drauf gucken, was eigentlich passiert im Moment. Es wird verhandelt über, im Windschatten des Freihandelsabkommens TTIP, wird verhandelt über das nicht minder gefährliche Abkommen TISA. Ein internationales Dienstleistungsabkommen. Da soll es zum Beispiel um Regelung von internationaler Leiharbeit gehen, um Leiharbeiter, die dann weltweit zum Beispiel von China nach Europa entsendet werden können. Ich glaube, es macht Sinn, auch an der Stelle noch mal drauf zu gucken, was bedeutet TISA eigentlich für unsere Handwerksunternehmen? Was bedeutet es für diejenigen, die einen qualitativ hochwertigen Abschluss gemacht haben, Meisterabschluss? Was bedeutet es übrigens für die Dienstleistungsberufe, für die freien Berufe in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen und für die Frage, wie die sich künftig auf dem Markt behaupten können? Da wäre es sehr sinnvoll, dass wir vielleicht gemeinsam mal darauf gucken, was TISA, CETA und TTIP tatsächlich für die Dienstleistungsfreiheit bedeuten. Können Sie ausschließen, dass die Handwerksordnung zum Beispiel im Rahmen dieser Handelsabkommen nicht als klassische Marktzugangsschranke für Amerikaner und Kanadier gewertet wird? Können Sie das ausschließen? Wenn nicht, dann lassen Sie uns doch bitte an dieser Stelle auch mal die Debatte führen und zumindest die Risiken, die dann in dieser Form von Deregulierung und auch transnationalen Abkommen stecken, miteinander in den Blick nehmen. Wir freuen uns jedenfalls heute, dass es gelungen ist, diesen gemeinsamen Antrag, dieses gemeinsame Bekenntnis zu einer vernünftigen Regulierung, zu vernünftigen Qualitätsstandards, zu vernünftigen Rahmenbedingungen für viele Berufszweige in Nordrhein-Westfalen hier zu formulieren. Wir unterstützen die freien Berufe in Nordrhein-Westfalen. Sie sind ein wesentlicher Pfeiler des Wirtschaftsgeschehens. 266.000 Menschen arbeiten in Nordrhein-Westfalen als selbstständige Freiberufler. Die Tendenz ist ja eher wachsend. Das ist ja eine Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte. Sie tragen bei mit Beratungsleistungen, medizinischer Versorgung, kultureller Bildung zu einem wertvollen, wichtigen Geschehen, Wirtschaftsgeschehen, genauso wie einer wichtigen Versorgungsleistung in Nordrhein-Westfalen. Sie sind Berufsträger
wichtige Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe. Sie sorgen dafür, dass Qualifikation auch weitergeht in die nächste Generation. Sie sichern damit die Entwicklung und Existenz unseres Gemeinwesens und sind auch ein Garant der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge. Insofern ein richtiges Signal des Landtags gemeinsam. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus